So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und wir haben heute wirklich was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Denn der Stefan Landei hat mir ein Paket geschickt. Und nicht nur irgendein Paket. Das größte und schwerste Paket, was ich je bekommen habe. Deswegen machen wir heute ein Unboxing XXL in besonderer Kulisse. Ich habe das jetzt hier drüben hingestellt. So sieht das aus. Das ist das Paket, riesengroß, die Katze gab es gratis mit dazu, obendrauf. Wir wollen das jetzt mal auspacken. Stefan Landei ist nämlich leidenschaftlicher Filmesammler, so leidenschaftlich, dass er gesagt hat, er braucht die Schinken alle nicht mehr, der will die loswerden, ob ich was damit anfangen kann. Wenn er sie mir schickt und ich sie dann wegschmeiße, weil ich sie auch nicht brauche, ist das auch in Ordnung, bevor er sie wegschmeißt. Gib das sie lieber mir, da habe ich die am Hals und ich muss sie wegschmeißen. Oder ich verlose sie. Oder ich packe sie mir in die eigene Sammlung. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist und deswegen möchte ich das jetzt aufmachen. Habe mir diese Schere besorgt. Große Schere für großes Paket. Wir ziehen das jetzt mal hier rüber kurz. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist wirklich mega schwer. Und jetzt, wo die Katze drauf liegt, ist das natürlich noch schwerer. Guck. Das ist das Paket mit Katze, mit allem drum und dran. Adi Schatz, guck nicht so. Wir müssen das jetzt mal aufmachen hier. Einfach mal hier reinschlitzen. Und dann stellen wir es wieder zurück auf die andere Seite. Wenn wir es irgendwie geschafft haben, das zu öffnen. Adi, mach dir bitte gar keinen Stress. Alles gut. Das sah eben noch anders aus. Jetzt hast du es dir da mega gemütlich gemacht. So, hier fehlt, ist immer noch nicht, oder? Hier fehlt noch ein Stück. Eine Seite ist offen. Oh mein Gott. Und es ist so warm. Also nicht das Paket, sondern allgemein ist es einfach warm. Und es ist so mega unhandlich. Also die Sonne. Die Sonne ist unhandlich, wenn ich jetzt abrutsche und die Schere direkt in den Hals. Richtig genial. Das ist jetzt, das ist auch auf, jetzt ganz chillig. Einfach nochmal in der Mitte drüber, dass wir das in der Mitte auch noch hinkriegen. So, und da kommt schon eine richtige Duftnote raus. Er hat ja gesagt, das riecht ein bisschen nach Rauch, denkt er, wenn ich das aufmache. Soll mich nicht erschrecken, ob ich es überlebe oder so, sehe ich ja dann. Jetzt haben wir das hier aufgemacht. Jetzt ist hier einiges drin. Was das genau ist, gucken wir uns jetzt an. Dafür stellen wir es aber trotzdem mal hier rüber. Das ist die Box. Boah. Mit ganz vielen Filmen. So, pass auf, wir gehen das jetzt alles einzeln durch. Wir haben hier erstmal ein Karo-Pack. Achtung, nicht öffnen. Verpackungsmaterial, recycelbar. Kreiter Naturverpackung GmbH in Kirchart. Natürliches Polsterkissen, habe ich noch nie gesehen. Da ist irgendwie, sieht aus, als wäre da Laub drin. Ein natürliches Polsterkissen, richtig genial. Das tun wir mal weg, das tun wir auch weg. Wir haben hier zum Beispiel Blade mit Wesley Snipes. Kennt ihr Blade? Ich glaube, jeder kennt Blade. Gab es ja auch drei Teile davon. Blade 1, Blade 2, Blade 3. Im letzten hat sogar noch der Triple H mitgespielt. Hier sehe ich auch direkt, warte mal, bevor es hier rüber geht, hier sehe ich auch direkt Blade 2. Blade 2 ist also auch dabei. Sind dann sicher coole Filme. Geht um Vampire, weiß man ja. Hier hast du Wesley Snipes Blade Trinity. Original Kinofassung, also der dritte Teil. Blade Trinity in einer besonderen Fassung. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Das ist hier eine Hologrammkarte von Pokémon, könnte man denken. Dann haben wir weiter hier. Frankie the Fly mit Dennis Hopper, Kiefer Sutherland, Michael Metzen, Michael Metzen, Daryl Hannah. Frankie the Fly
sagt mir zum Beispiel gar nichts, ist bestimmt wieder übelst ein Klassiker, den jeder kennt, nur ich nicht. Kennt ihr Frankie the Fly? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier das 7. Zeichen mit Demi Moore, Jürgen Prochnow, Michael Biehn. Sagt mir auch nichts. Demi Moore kennt man aber, ist eigentlich eine bekannte Schauspielerin. Also nicht, dass ich jetzt hier alles doppelt und dreifach habe. Vieles kenne ich eben nicht, da lerne ich noch was kennen. Die Untouchables mit Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, der beste Mafia-Film seit Der Pate. Kenne ich auch nicht, habe ich auch noch nicht geguckt. Die Untouchables, ne? Ich muss mal meine Mama fragen, die kennt wahrscheinlich alles. Kein Sex für 40 Tage und 40 Nächte mit Josh Hartnett. Das ist so ein Film, der würde bei mir direkt in der Tonne landen, ja. Also, nichts für ungut. Josh Hartnett hat ja auch super Filme gemacht, aber das ist wieder so ein richtiger Klamauk-Film. Mit sowas kann ich gar nichts anfangen. No One Gets Away Clean, Traffic, Macht des Kartells, 4 Oscars, Michael Douglas, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones, sagt mir auch nichts. Traffic, Macht des Kartells, mit 4 Oscars. Wenn den jemand kennt, okay, schreib's mal rein. Adi, was machst du da? Kannst du jetzt mal aufhören, die ganze Zeit da drin zu liegen? Das ist nicht dein neues Bett. Amos und Andrew, zwei fast perfekte Chaoten, Nicolas Cage und Samuel Jackson. Oh mein Gott. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus vom Cover her. Nicolas Cage kennt jeder, Samuel Jackson kennt jeder. Ich habe von diesem Film noch nie was gehört. Da sind die natürlich noch sehr jung. Das sieht sehr chaotisch aus, erinnert ein bisschen an die nackte Kanone. Ist ein Polizeiauto auch im Hintergrund, also mal gucken, was das sein soll. Dann haben wir Austin Powers, das kennt wahrscheinlich jeder. Austin Powers fand ich auch immer. Oh mein Gott, wie kann man sich sowas angucken? So ein Schrott. Dann habe ich es mal geguckt und dann fand ich das gar nicht so bescheuert, wie ich es vorher mal dachte. Hat mir sogar dann besser gefallen, sodass ich die anderen Teile auch unbedingt sehen wollte. Last Man Standing mit Bruce Willis. Das ist auch fett, ne? Auch schlichtes Cover, sieht aber gut aus. Last Man Standing mit Bruce Willis, auch ein Klassiker. Kann ich mich auch nicht mehr erinnern, ob ich den schon mal geguckt habe. Beim SummerSlam gibt es ja jetzt auch Last Man Standing zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Dann Jim Carrey, die Truman Show. Jim Carrey Filme, immer Gold wert. Truman Show, weiß ich gar nicht, ob ich den bei mir in der Sammlung habe. Das ist auf jeden Fall ein Film, den finde ich genial, den würde ich öfters gucken. Kennt ihr Jim Carrey? Feiert ihr Jim Carrey? Schreibt's mal rein. Ich glaube, ihr müsst zu jedem Film was schreiben. Dune, der Wüstenplanet mit Kyle MacLachlan, Sting, Max von Sydow, Patrick Stewart, Linda Hunt. Boah, ich glaube, das ist ein Film, der kann auch gleich in die Tonne. Da gab's ja jetzt neu, Dune, der Wüstenplanet, irgendwie als Remake, sagen wir mal, und war erst im Kino und jeder musste den gucken, aber das ist ein alter Schinken. Dieses ganze komische Zeug ist eh nichts für mich. Will Smith, Gene Hackman, der Mann, der aus Hackfleisch besteht, der Staatsfeind Nummer 1. Den habe ich damals auf VHS-Kassette gehabt, weil er so cool war. Seitdem habe ich den nie wieder gesehen. Jetzt auf DVD, guckt ihr das an. Mit Gene Hackfleisch, Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen, die Hölle ist ihr Leben oder ihr Tod. Ein Feuerwehrmann-Film, da steht auch überhaupt gar nicht drauf, mit wem das überhaupt sein soll. Das ist, wenn ihr wisst, wer bei Backdraft mitspielt, warte mal ganz oben. Nö, steht nur, dass es ein Ron Howard-Film ist. Backdraft, die durchs Feuer gehen, ist eigentlich auch ein bekannter Film. Ich weiß trotzdem aber nicht mehr mit wem, ne? Crazy! Ein Film von Hans-Christian Schmidt. Eine Klausen und Wöbke Filmproduktion. Das sieht auf jeden Fall komisch aus, weil die schwimmt hier in diesem Wasserpool, aber falsch rum. Wenn ihr das so rumnehmt, dann sieht das gut aus, dann ist aber der Rest auf dem... Also keine Ahnung. Kenne ich nicht, noch nie gehört. Crazy. Weiß ich nicht, müsst ihr mir sagen, ob ihr das kennt.
Per Anhalter durch die Galaxie. Keine Panik. Das ist, glaube ich, auch Kult. Ich glaube, viele reden da immer drüber und sagen, ha, voll die Slapstick-Perle, sonst was. Den habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Per Anhalter durch die Galaxie. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal rein. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Eine der Top 10 Komödien aller Zeiten, ne? Weil die vor 100 Jahren auch schon wussten, was dann später irgendwann kommt. Das ist aber auch Trash. Das ist mit einer der trashigsten Filme bestimmt. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß aber, dass der total bescheuert ist. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, mir mal eine Box geholt, wo auch hier da gab es drei komische Filme, die in diese Richtung gegangen sind. Verrücktes Flugzeug, verrücktes Boot, verrücktes Eisenbahn, Schiff, Taxi, keine Ahnung. Ich habe keinen davon gesehen bisher. Was ist das aber? Killing Zoe von Quentin Tarantino, Eric Stoltz, Julie Delpy, Jean-Hugues Anglade. Das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Also wenn ich mir das Cover angucke, sieht das richtig stark aus. Wenn ich mir hinten die Bilder angucke, sieht das aus wie Mist, ne? Kompletter Mist einfach nur. Aber das Cover sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Falls ihn jemand kennt, Killing Zoe, schreibt es mal in die Kommentare. Nicolas Cage, Bringing Out the Dead, Nächte der Erinnerung. Sagt mir auch nichts. Sie werden ja immer älter. Nicolas Cage wird immer jünger. Auch richtig starkes Cover. Zum Film kann ich leider nichts sagen. H6, Tagebuch eines Serienkillers. Härter als Hostel. H6, Schock total. TV Movie. Ja, ist wohl so eine billig Nachmache von Hostel. Wird also bestimmt richtig mies sein. Braucht man sich, glaube ich, gar nicht angucken. Wenn schon draufsteht, verkauf nur ab 18. Da wisst ihr, schmeißt es weg, kann eh nichts. Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit. Denzel Washington. Vom Produzenten von Fluch der Karibik und dem Regisseur von Der Staatsfeind Nummer 1. Na, da haben wir ja den Staatsfeind Nummer 1, haben wir ja schon. Brauchen wir noch Fluch der Karibik. Das ist übrigens hier ein Pappschuber, ne? Könnt ihr hier rausziehen. Habt den Film dann nochmal drin. Guckt ihr euch die Augen an. Ich schon mal solche Augen gesehen. Zurück in den Pappschuber. Déjà-vu, Déjà-vu. Sagt mir gerade auch nichts. The Good Cop. Das sieht gut aus. Das interessiert mich. Vom Regisseur von In China essen sie Hunde. Also wenn ich den sehe, kriege ich gute Laune. Den Typ. Den Hund. Den Film kenne ich nicht. Der Film sagt mir nichts. Aber der Typ, der weiß ich nicht. Wenn ich den sehe, das ist alles super. Belmondo der Profi. Belmondo Edition. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht schon in der Bibel. Kann ich auch nichts zu sagen. Hier eher so ein, also ein sehr illustres Cover, so gemalt, ne, hin und her. Hinten drauf sieht es aus wie Chuck Norris für Arme. Hat auf jeden Fall Arme. Borat, doppelt lustig, mit Bonus-Comedy-DVD, mit 160 Minuten aus 7 verschiedenen TV-Serien, bis zu 18 Euro Cashback-Gutschein. Ja, das ist ja super. Da kauft man sich den und dann, der ist original verschweißt. Borat, seid ihr Borat-Fans? Ich weiß, ja, der hat ja richtig seine Hochzeit gehabt damals. MTV, sonst was, keine Ahnung. Was ist mit dem? Nix. Man hört von dem nichts mehr, man sieht von dem nichts mehr. Hat ein paar Filme gemacht und jetzt tot. Was geht? Die Fantastischen Vier. Bevor sie fallen, fallen sie lieber auf. Exedition. Ich wusste gar nicht, dass es von den Fanta 4 einen Film gibt, eine Dokumentation, ein irgendwas. Wird also irgendwas Musikalisches sein. Dann haben wir hier Ali G in the House, Sacha Baron Cohen. Also das ist ja wie Borat, nur als Ali G. Dürfte theoretisch auch jeder kennen. Dann gibt es ja auch noch Der Diktator und so Zeug. Der Diktator, den habe ich zum Beispiel richtig gefeiert. Oh, Bang Boom Bang. Mehr als 1,5 Stunden Bonusmaterial. Das einer der wenigen deutschen Filme, die ich sogar auch gut fand. Ich kann mit deutschen Filmen meistens nichts anfangen, aber Bang Boom Bang ist auf jeden Fall ein Film, den jeder mal gesehen haben soll. Immer alles hingeknallt wie sonst was.
Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves und Al Pacino. Der müsste auch bekannt sein, den müsste auch jeder kennen. Also, weg. Klassenfahrt. Silver Edition, National Lampoon's Klassenfahrt. Sagt mir nix, kenne ich nix. Sieht man da Brüste? Da ist ein dicker Typ. Also der ultimative Wahnsinnstrip zum Weißen Haus. Kenne ich nicht, sagt mir nichts, sieht lustig aus. Guck, ist bestimmt interessanter als 40 Tage, 40 Nächte, ne? Ohne Sex. Das braucht kein Mensch, diesen Drecksfilm. The Time Machine mit Guy Pearce. Was ist Guy Pearce, Mann? Wohin würdest du reisen? Wahrscheinlich in die Vergangenheit und dann würde ich meine Brillen gleich bei Vielmann kaufen, genau. Kennt ihr The Time Machine? Ich glaube, es gibt sogar einen Film, der auch noch genauso heißt, aber halt nicht der ist. Mord im Waisenhaus, Wesley Snipes, Diane Lane. Vertrauen, Verlangen, Verbrechen und ein schrecklicher Verdacht. Das sind die ekligsten Hüllen, die es überhaupt gibt. Der sieht aus wie Bobby Lashley, weil ihr drückt das hier so auf und habt dann hier nur so ein Pappding drauf und sieht auch scheiße aus innen drin. Also macht ihr es wieder zu und haut es gleich wieder weg. So, dann haben wir Romeo Must Die, ein Film mit Jet Li. Romeo Must Die, guter Film, braucht man nichts sagen. Hässliche Verpackung, weg. So, was ist das? Limitierte DVD-Sammlerbox Don't Panic. Per Anhalter durch die Galaxis, die legendäre BBC-Production nach dem Roman von Douglas Adams. Verstehe ich nicht. Das ist einfach hier, das sieht aus wie eine riesengroße Tic-Tac-Schachtel. Per Anhalter durch die Galaxis, das Restaurant am Ende des Universums. DVD 1, Episoden 1 bis 3, DVD 2, Episoden 4 bis 6. Wir machen mal den Knüppel hier ab, ziehen das mal raus. Per Anhalter durch die Galaxis ist also hier so, ne? Per Anhalter durch die, ist richtig hässlich. Und das Restaurant am Ende des Universums. Sieht auch richtig kacke aus. Okay, wir tun es mal zurück und machen hier die Tic-Tac-Box wieder zu. Weiß ich nicht, was man damit macht. Tut es mal hier extra hinlegen. So, dann haben wir, oh, jetzt müssen wir mal hier rüber gehen kurz. Nachts im Museum, Ben Stiller. Ist ein Film, kann man sich angucken. Ben Stiller ist eigentlich in Ordnung, kann ich nichts sagen. Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle ist so ein genialer Film. So viele Gangster, so wenig Zeit. Also den müsst ihr euch wirklich mal angucken. Den muss ich mir auch unbedingt noch mal angucken. Wer den nicht kennt, absolute Empfehlung. So ein genialer Film. So komplett anders, so komisch, so lustig, aber so genial gleichzeitig auch. Der mit dem Wolf tanzt, den habe ich auch noch nie geguckt. Ist natürlich auch ein Klassiker, den jeder irgendwo auf dem Schirm haben sollte und schon mal geguckt haben sollte, außer mir. Die Nibelungen, der Fluch des Drachen mit Benno Fürmann. Guckt euch an, wie die Augen aussehen. Ich bin der Benno, meine Augen sind blau. Ja, Benno, gestern Nacht warst du auch wieder blau. Hallo, die Schnauze, Junge. So, Benno Fürmann, die Nibelungensaga. Mach mal weg, brauchen wir nicht, wir sind ja hier nicht mehr in der Schule. Baraka, 8K, Ultra Digital HD, eine Welt jenseits der Worte. Die weltweit erste HD-Abtastung in 8K. Ich glaube, wenn ich das reinmache, explodiert mein Fernseher. Der hat nicht mal 2K, der hat gar nichts. Also das kann ich gar nicht gucken, das kann eigentlich auch direkt fort weg, genau. Adi Schatz, alles Gute. Der will schon wieder da drin. Alle wollen in den Süden, alle im Auto, alle zur gleichen Zeit. Super Stau! Ja, wie kacke sieht das denn aus? Das ist bestimmt wieder was Hässliches Deutsches. Da sehe ich hier schon den Typ, der sich immer so aufführt und rumbrüllt. Wie heißt der? Ralf Richter, genau. Ralf Richter gefunden. So. Hot Fuzz. Shaun of the Dead. Das ist genial. Shaun of the Dead, der Klassiker, damit hat alles angefangen. Hot Fuzz kam danach. The World's End kam danach. Das ist richtig genial. Nick Frost, Simon Pegg, dieses Duo und hier beide Filme mit einmal drin. Also das ist wirklich Gold wert. Richtig toll. Dann haben wir Aquarium.
Trend-DVD zum Entspannen. Okay, da tust du dir das rein und dann siehst du ein Aquarium und dann ist da entspannende Musik und dann feierst du dir übelst einen ab. Dann haben wir Unsere Erde von den Machern von Deep Blue. Ich kenne nur Deep Blue Sea, das ist der Film mit dem Hai, der so brutal ist. Das ist aber Deep Blue Productions. Klingt wie eine Pornofirma, ist bestimmt auch wieder ein bisschen Naturmaterial. Mehr muss man da nicht sagen. Home, ein Film von Jan Artus Bertrand. Ich glaube, wir kommen jetzt, der hat das geordnet nach Kategorien. Jetzt kommen wir zu Home. Home. Windows Home. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt plötzlich gibt es keine Filme mehr. Scharfe Schwerter, wilde Kämpfer, Tiger and Dragon. Habe ich auch noch nie geguckt. Ist aber ein bekannter Film. Tiger und Drachen. So. Natural Born Killers, Oliver Stone Presents. Sieht erstmal auch richtig kacke aus. Mit wem ist das? Mit Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr., Juliette Lewis. Aber guckt euch doch mal das Cover an. Was ist das für ein hässliches Cover? Also früher, Filme waren ja okay, aber die Cover sahen halt aus wie Adam Sandler, Bulletproof, kugelt sicher. Adam Sandler Filme, auch eigentlich immer cool. In jedem Adam Sandler Film spielt Rob Schneider mit. In jedem Rob Schneider Film spielt Adam Sandler mit. Müsst ihr mal drauf achten. Selbst wenn man den jeweilig anderen nur eine Sekunde sieht, ist das so. Ein Roadmovie, Eat und Ali mit Jörg Schüttauf und Thomas Putensen. Dünn und dick durch dick und dünn. Also wer von den beiden ist jetzt hier der Dünne und wer ist der Dicke, weiß ich nicht. Die sehen eigentlich beide aus wie Obdachlose, aber dünn und dick, keine Ahnung. Stimmt auch wieder totaler Müll. So High, Method Man und Red Man. Dazu muss man nichts sagen, den hat bestimmt auch schon jeder mal gesehen. Alle schwören auf diesen Film. Ich glaube, wenn ich den heutzutage sehe, finde ich den wahrscheinlich auch einfach mega kacke. Aber alle sagen natürlich, So High, der beste Film. Cheech and Chong. Jetzt raucht überhaupt nichts mehr. Das ist also So High 2 mit Cheech and Chong. Den habe ich auf jeden Fall gar nicht gesehen. Sieht aber auch schon wieder richtig doof aus. Leg mal also schnell weg. Dann haben wir hier Grasgeflüster. Ich sag doch, das ist nach Kategorien geordnet. Jetzt plötzlich kommen die Grasfilme. Grasgeflüster. Dealer Bobby Dr. Gärtner Tanten Grace. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine über verbotene Pflänzchen und ihre Nebenwirkungen. Ist das eine Serie? Da sind auf jeden Fall mehrere DVDs drin. Ja, so habe ich euch das Cover eigentlich schon gezeigt. Ein Teebeutel. Jetzt wisst ihr immer, wieso der Ramses so viel Tee trinkt in seinen Streams. Der Tee ist nämlich gesund. Dann haben wir hier Party Animals. Habe ich noch nicht gesehen. Wird so ähnlich sein wie 40 Tage und Jahre kein Sex. Mit dem Typ. Obwohl, das ist wahrscheinlich besser. Kill Bill, Volume 1 und Volume 2. Muss ich euch gestehen, habe ich auch noch nicht gesehen. Weder den ersten noch den zweiten. Ich habe mal, als es drauf war, mal kurz reingesappt, aber ich habe die noch nicht ganz geguckt. Ich wüsste gar nicht, warum die so gehypt sind. Sind ja angeblich auch die besten Filme der Welt. Snoop Dogg's Hood of Horror. Mit dem Cast aus The Devil's Rejects von den Machern von 2001 Maniacs. Mit Danny Trejo und Diamond Dallas Page und mit Jason Alexander, der sagt mir ja gar nichts. Auf jeden Fall habt ihr hier Brüste, wenn man hinten drauf guckt. Snoop Dogg, Hood of Horror, hat ein cooles Cover, das muss man sagen, das Cover sieht gut aus. AI, künstliche Intelligenz mit Jude Law und Haley Joel Osment. Haley Joel Osment ist der Junge, ja. Ich habe nämlich jetzt gedacht, das ist eine Dame. Warum ist denn da kein Junge dabei? Ich kenne den Film noch nur mit einem Jungen. Aber das scheint der Junge zu sein. Ja, kann man sich bestimmt mal angucken. Kingpin. Ungeschnittener Director's Cut. Randy Quaid. Bill Murray. Vanessa Angel. Woody Harrelson. Kingpin. Kann man nichts zu sagen, ne? Lass mal einfach so stehen. Die Männer ihrer Majestät. Sieht.
Sieht auch wieder aus wie einfach kompletter Schrott. Guck dir das an. Ich glaube, du musst überall mal reingucken, damit dir richtig schlecht wird. Pi? System im Chaos? Ja? Ist doch das Zeichen von Pi, oder? Ja. Pi! System im Chaos! Oh mein Gott! Und dann guckst du hinten drauf, alles schwarz-weiß. Sammelt ihr auch Schwarz-Weiß-Filme? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir noch Theo gegen den Rest der Welt. Marius Müller-Westernhagen. Theo gegen den Rest der Welt. Ja, das hast du nun davon, lieber Marius. Das liegt am Namen. Das würde Marius, unser Marius, eh nie hören. Also ist aber eigentlich auch egal. Lombardine Lingerie, eine faszinierende Welt, ein Beruf mit Qualität, Sicherheit und Perspektive. Lombardine Paris. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall einfach nur, sieht aus wie ein Ausweis. Am Anfang war die Intuition, war eine Ahnung und der Hauch einer Idee. Leicht bekleidete Mädels. Ist das die Firma, in der du arbeitest, Stefan? Erzähl uns ruhig mehr. 10? 10 die Traumfrau. Ja, 10. Das ist so ein toller Titel. 10 die Traumfrau, warum nicht? Also so würde ich auf jeden Fall meinen Film auch nennen. Müllers Büro mit Christian Schmidt, mit, ach ich ist, es ist doch schon wieder, guck dir das an. Nicht Barbie und Ken, sondern Ken und Ken, Müllers Büro, was, 8mm, Nicolas Cage, den Film kennt man, der Film ist auch richtig brutal, den habe ich das erste Mal letztens gesehen. Kennt jeder, hab ich einmal gesehen, das letzte Mal irgendwann. Guckt euch nur mal den Typ hier an mit der Maske. Wow. Der hat mich so verstört. Der hat so eine düstere Atmosphäre auch gehabt. Also das ist ein Film, der wirklich fesselt. Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Da siehst du alle deutschen Assis vereint in einem Film. Was nicht passt, wird passend gemacht. Den habe ich, glaube ich, auch noch nie geguckt. Dürfte ich gar nicht so hart mit ins Gericht gehen, wenn ich den gar nicht kenne. Platoon, das erste Opfer eines Krieges ist die Unschuld. Platoon, mit, da sehe ich schon hier oben den Typ, der dabei Spider-Man mitgespielt hat. Ihr seht, ich kenne ihn nur aus Spider-Man und nicht aus was anderem. Wie heißt er denn? Der heißt nämlich, hier, der mit der Fresse, guck doch mal. Der heißt, genau, finde ich nirgendwo. Das ist, glaube ich, aber einer der besten Kriegsfilme, den es gibt und sehr packend und berührend und brutal und gleichzeitig und erschreckend und oh mein Gott. Eine Nacht bei McCools. Der Tobi, guck mal, als hätte ich es gewusst, dass da der Tobi dabei ist und mitspielt. Sieht doch original so aus. Ansonsten weiß ich nicht, was das ist. Eine Nacht bei McCools, ne? Zack, können wir wieder weghauen auf den Stapel hier drüben. Haben dann noch Hackers. Könnt ihr ja mal fragen, mit was die hacken, PG-Schar bei Pogo, andere Sachen, Hackers, auch dabei, sagt mir auch nix, also richtige Trash-Perlen auf jeden Fall. Jay und Silent Bob schlagen zurück, also So High Teil Nummer 3 sozusagen. Jay und Silent Bob, habe ich glaube ich auch noch keinen einzigen Film geguckt von denen. Ich wäre gern Silent Bob, der müsste nämlich einfach gar nichts sagen und das war's. Vin Diesel, die Penisnase mit Riddick, Chroniken eines Kriegers. Feiern wieder alle. Ich will so sein wie Vin Diesel. Der hat so eine große Penisnase und der hat keine Haare mehr. Das ist männlich. Ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie geguckt. Wenn ich schon die Sonnenbrille von ihm sehe, da wird mir schlecht. Keine halben Sachen 2. Matthew Barry und Bruce Willis. Das ist ein Mann mit einer Glatze, den ich mir angucken kann, ne? Bruce Willis, ne? Musst du mal überlegen, wie lange der es schon will und dass der immer noch kriegt. Die Jagd auf Eagle One Crash Point mit Mark Dacascox und Sax Cox und Theresa Rendle.
Also irgendwie kommt mir das Gesicht von dem auch bekannt vor. Weiß ich jetzt schon, ist irgendein Billig-B-Production-Film mit irgendeinem Schauspieler, der überall mitmacht. Wenn sie keinen richtigen gefunden haben, kannst du weghauen, brauchst du nicht. Ed TV, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, also der macht ja auch überall mit. Ed TV sagt mir nix, aber der liegt einfach im Bett und wird gefilmt. So mache ich es auch immer. Das spricht mir auf jeden Fall ein bisschen an. Dann haben wir Dave Chappelle in Half-Baked, völlig high und durchgeknallt. Also, So High Teil 4 oder 5, ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Dave Chappelle müsstet ihr ja vielleicht kennen als Comedian, Stand-Up-Comedian, der da immer auftritt und irgendwas macht. Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Habe ich auch noch nie geguckt. Muss ich mal gucken, ist auch Kult, hat jeder schon gesehen, außer ich, ne? Der Sinn des Lebens, Monty Python. Da ist eigentlich schlimm, dass man das nicht kennt. Sam Peckinpahs Convoy. Das ist ein Film, den kenne ich sogar. Den hat meine Mutter damals mal auf VHS-Kassette gehabt und das fand ich cool, wo ich gesagt habe, das mit den Trucks, wo die alle mit Trucks rumfahren und dann bilden die, weil irgendwas ist, schließen die sich zusammen und bilden den längsten Konvoi der Weltgeschichte und alle möglichen Trucks fahren hintereinander her und es wird immer schlimmer und immer mehr und immer brutaler und durch die Polizeisperre durch und alles. Und die hatte kein Höschen an, das weiß ich noch. Und deswegen hat er sich dann nackt ausgezogen und gesagt, ich bin Chuck Norris, lüg nicht, aber ich mag dich trotzdem. Also das hat ein anderes Cover, als ich es eigentlich kenne. Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero. Müssen wir nichts sagen, Arnold Schwarzenegger, Kult, sammle ich alle Filme. Habe ich natürlich in meiner Sammlung, jetzt habe ich eine fünfmal. Irgendwas riecht hier gerade so. Minzig, duftig, irgendwas. Hast du da unten eine Bombe versteckt? Eine Rauchbombe oder wie? Die dann aufgegangen ist. Hier haben wir noch El Mariachi. Er suchte keinen Ärger, aber der Ärger suchte ihn. Und wir haben hier noch Antonio Banderas Desperado. Wahrscheinlich ist der andere Film auch mit ihm. Also zwei Antonio Banderas Desperados Filme. So. Also ich kenne, glaube ich, nicht einen von beiden. Desperado habe ich schon mal gehört als Titel. Habe ich aber nicht geguckt. Oh, Brasa, where are you? Eine Mississippi Odyssee. Mit George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson und John Goodman. Kenne ich nicht. Guckt euch aber das an. Guckt euch da, guckt doch hin, wie es aussieht. Können wir hier rüberpacken. Brasa, where are you? Dann haben wir John Travolta in Das Unmögliche wird wahr. John Travolta. Du bist. Ich hab deine Nase. Das, so kennt man ihn, immer für den Spaß zu haben, ne? Dann haben wir hier Cheech and Chong's Viel Rauch um Nichts. Oha. So High Teil 5. Cheech and Chong, Viel Rauch um Nichts. Ich wusste gar nicht, dass die sogar mehrere Teile haben und irgendwas. Ah, jetzt hat man es bestimmt nicht gesehen, was du da machst. Der ist gerade da unten in den Schlafsack reingekrochen und man hat nur noch den Po gesehen. Das sah auf jeden Fall richtig gut aus, Adi. Das ist Cheech and Chong's Viel Rauch um Nichts. Wow, ich glaube, es ist genau der gleiche Film. Oh mein Gott. Ja, es ist genau der gleiche Film. Dann haben wir, pass auf, Triple X, The Next Level. Ist das mit der Penisnase? Nee. The Next Level ist mit dem... Ich mag es nicht aussprechen. Auf jeden Fall fehlt die Penisnase. Das ist schon mal gut. Den würde ich sogar gucken. Triple X, The Next Level. Eigentlich auch bekannt. Müsstet ihr auch kennen. Oh, wo geht's hier weiter? Wir machen weiter bei. Hier ist eine einzelne. Wir haben noch eine Lage, ne? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Ich habe doch gewusst, da gibt es mehrere Filme. Was richtig hässlich aussieht. Er wirkt mir sympathisch. Sie ist tot. Ne? Vielleicht war es aber auch ein Er. Das weiß ich nicht genau. Dann gucken wir mal hier drüben weiter. Full Metal Jacket. Jeder kennt das Lied, das Titellied davon. Ich dachte immer eher, das ist ein lustiger Film. Ich wusste gar nicht, dass der Film wirklich so brutal und krank ist.
dass der eine sich dann umbringt und die anderen umbringen und alle gestört sind und alle mit irgendwelchen Traumata. Also den müsste ich mir mal angucken, jetzt wo ich ein bisschen das auch verarbeiten kann, was ich da sehe und man dann einen ganz anderen Blick drauf hat. Kai-Rabe gegen die Vatikan-Killer. Ja, die Alte hat er schon abgegriffen, ne? Die Knarre am Start und gezogen. Hier siehst du auch mit Sex im Video. Sex. Er hat sich, oder die Beine, vielleicht hat er die auch abgesägt und neben sich gehalten fürs Bild. Voll krank, dieser Typ, sage ich euch. The Three Stooges. Disorder in kurze Britsche. Naja. Ich kenne die Three Stooges nicht. Das sieht eigentlich aus, als wäre es alles derselbe. Da sind zwei Dinger drin. Und kann ich nichts zu sagen. Sisri Stooges. Der sieht aus wie Dönermann von Ecke, ja. Der sieht aus wie Krusty der Clown und der sieht aus wie Dumm und Dümmer. Also ist auch wieder alles vertreten. Jetzt haben wir hier, pass auf, jetzt kommt's. Boah, Stargate Kommando SG-1 Season 6. Jetzt habe ich nur gesehen, da liegt so eine fette Box drin. Ich dachte, das ist irgendwas richtig Brutales. Nein, es ist Stargate. Kennt ihr Stargate? Diesen holographischen Gatter davor. Ist ja vielleicht cool für Stargate-Fans. Muss ja Fans haben. Sonst hätten die nicht so viele Staffeln und Folgen gemacht. Aber weiß ich nicht. Meins ist es nicht. Wayne's World. Das komplette Epos. Wusste ich auch nicht, dass es davon zwei gibt. Wayne's World 1 und Wayne's World 2. Das ist Mike Myers, ne? Von hier. Wisst ihr schon, habt ihr vorhin gesehen. Da habe ich jetzt wieder den Namen vergessen. Wayne's World 1 und 2. Ich kenne weder den einen noch den anderen. Und was habe ich gemeint? Fällt es euch ein? Was ist Mike Myers? Von was war der? Was wir vorhin hatten? Austin Powers, genau. Matrix mit. Alle haben eine Sonnenbrille auf. Alles arrogante Wichser, guckt euch das an. Matrix. Tun wir mal hier rüber. Gehen gleich weiter zu The Beach. Nicht die Bitch, aber The Beach mit Leonardo DiCaprio. Sondern so guckt der Adi auch immer hoch, wenn er was zu essen will. Ist, glaube ich, auch ein guter Film. Unterschätzt mal DiCaprio nicht, ja. Der ist eigentlich richtig cool. The Big Lebowski. Jeff Bridges. Alle sagen, ich bin ein fauler Sack und sie haben recht. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht geguckt, muss ich auch mal gucken. Weltkulturerbe, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir Good Will Hunting mit Matt Damon und Robin Williams. Widescreen Edition. Habe ich noch nicht geguckt. Wir haben The 13th Floor mit Craig Bierko, Gretchen Moll, Armin Müller-Stahl, Roland Emmerich präsentiert. Na gut, kenne ich nicht, brauche ich auch nicht kennen. Weg. Dann haben wir The Collectors, Caspar Van Dien und Rick Fox. Das Cover sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir sind mega krass und cool. Nee, warte, der Hund pisst uns an. Also das könnte was werden, vielleicht eine gute Buddy-Komödie. Dann haben wir Spaceballs, Mel Brooks, ne, Spaceballs, das kennt glaube ich auch jeder, Spaceballs, aber vielleicht muss man es auch nicht kennen. Alien vs. Predator erweiterte Fassung, das ist cool, sammel ich nämlich, Alien vs. Predator, die Alien-Filme, die Predator-Filme. Das erweiterte Fassung, ihr habt ja auch im Prinzip einen Pappschuber, ja. Ihr könnt das hier, ihr habt ja, guck mal, hier hinten, guck mal hier vorne. Dann kannst du das hier noch aufmachen, dann kannst du hier reingucken, dann siehst du hier irgendwas, dann machst du noch mehr auf, dann hast du hier und da. Also das ist jetzt eins der Highlights hier drin in der Box, würde ich sagen, weil sieht auch gut aus, hat einen guten Zustand. Riecht nach Rauch, also was will man mehr? Sie riecht auf jeden Fall richtig genial. Grüne Tomaten mit Kathy Bates. Das war doch, glaube ich, die hat auch bei Stephen Kings Misery mitgespielt. Müsste die hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Grüne Tomaten, warum nicht? Haben wir alles schon gesehen. Ihr könnt das Grüne von den Tomaten ab jetzt auch essen. The Sweeper.
Ein aufwendiger Action-Thriller der Sonderklasse mit dem besten Dolph Lundgren, den es je gab. Dolph Lundgren, The Sweeper. Da muss ich wieder das Muttertier fragen, ob diese Sweeper kennen. Mir sagt das nichts, aber wir kennen alle Dolph Lundgren. Ja? Kennt ihr auch Dolph Lundgren? Traumschiff Surprise Periode 1. Dazu muss ich nichts sagen. Also der kommt wirklich weg. Dafür habe ich kein Verständnis für solche Filme. Die Musterknaben. Dumm wie Brot und Phil Collins im Puff. Stehe ich nicht. Jürgen Tarrant, Oliver Kuritke, die Musterknaben, ja? Kenn ich nicht, sagt mir nichts. Ali ist ein Loch jetzt in der Wand. Beruhig dich mal. Machen wir hier keine Faxen. Lambok, alles in Handarbeit. Wieder So High, Teil 6 mittlerweile, weil das ist der größte Joint der Welt, so wie es aussieht. Dann habt ihr hier Der Tod kommt krass mit Erkan und Stefan. Das müsste ja ein Ismo sein Lieblingsfilm sein. Falls ich irgendwann wieder Kontakt zum Ismo habe, kann ich den ja mal fragen, ob er vielleicht diesen Film haben möchte. Dann haben wir Ausnahmezustand und Bruce Willis. Ja, da ist schon die halbe Hülle hier weggebrochen, abgebrochen, abgerissen, weggebrochen, weggerissen, abgebruced. Dogma mit Ben Affleck, Matt Damon, Selma Hayek, Chris Rock. Der Weg in den Himmel kann die Hölle sein. Da ist ja Silent Bob und Jay und Silent Bob, aber den kenne ich auch nicht, also weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da haben die das erste Mal einen Auftritt gehabt. Und weil die so gut beim Publikum ankamen, haben die beschlossen, wir machen einfach einen ganzen Film, ne, aus euch. Bube, Dame, König, Gras. Mit dem brutalen Typ, der auch in dem Midnight Meat Train mitgespielt hat. Ist er ein deutscher Film? Wusste gar nicht, dass der deutscher ist. Ist also So High teils 10 mittlerweile schon. Ich habe bestimmt welche ausgelassen. Reservoir Dogs. Kenne ich nicht. Titel kenne ich, aber habe ich noch nie geguckt. Reservoir Dogs. Oh mein Gott, ich sehe da was, was ich richtig toll finde dann. From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money. Ja, da kenne ich weder den ersten noch den zweiten. Ich wüsste auch gar nicht, wie viele Filme es davon gibt. Wahrscheinlich 3. Herr Lehmann, Ulmen, Buck, Danowski, Leander, Hausmann. Kennt ihr Christian Ulm? Der war eigentlich immer cool auf MTV, auf Viva, auf irgendwas unterwegs. Christian Ulm mit seiner eigenen, das ist Unge sozusagen, nur vor Unge. Herr Lehmann, kenne ich auch nicht, muss was Deutsches sein, bin ich mal gespannt, was das wird. Hier haben wir Dänische Delikatessen, einer der besten Filme, den ich je gesehen habe, auch absolute Empfehlung, guckt euch den an, vergesst das mit Kung Fu Hustle vorhin. Der ist zwar richtig genial, aber das ist nochmal eine Schippe mehr, ja. Aigil, Aigil, sag ich nur. Dänische Delikatessen, Adamsäpfel, Man and Chicken, Flickering Lights, die vier Filme müsst ihr euch unbedingt geben. Immer mit Mads Mikkelsen, das ganze dänische Quartett, alles dabei. Temmink. The Ultimate Fight. Wie? Temmink? Temmink, The Ultimate Fight, sagt mir auch nichts, weiß ich auch nichts, tue ich mal da weg. So, American Pie. Ah, ah. Das ist irgendwie das Video, was wir letztens geguckt haben, mit auf Mallorca, die Frauen und so. Ja, hat auch jeder geguckt, hat jeder gesehen. Wesley Snipes, kennst du deine Feinde? The Art of War. The Art of War, hier, stehst du da im Rennsteigtunnel mit der Knarre, weil der andere wieder dich überholt hat, obwohl da nur 80 erlaubt ist und du 80 gefahren bist und der trotzdem an dir vorbeifährt, da könntest du ausrasten, ich kann das nachvollziehen. Walt Disney Pictures präsentiert Wolfsblut. Das sieht noch aus wie ein normaler Film. Da ist der Wolf und dann, wenn die Kamera aus ist, schlägt er den Wolf tot und isst den einfach auf und alles ist voll Blut, also richtig brutal. Walt Disney ist halt ein richtiger Sadist. Replikant, Uncut, Van Damme vs. Van Damme, der kämpft also gegen sich selbst. Einmal hat er eine arrogante Sonnenbrille auf und lange fettige Kackhaare und einmal sieht er aus, wie er aussieht. Das ist der Replikant. Den kenne ich aber, glaube ich, auch.
Dann haben wir Resident Evil Apokalypse, genau. Resident Evil gibt es ja mittlerweile auch schon 300.000 Teile. Dann haben wir das Vermächtnis der Dämmelritter, auch mit Nicolas Cage von Walt Disney. Habe ich auch noch nicht geguckt, ne? Bin ja nicht so einer. Lust am Töten, Pleasure of Killing, Antonio Banderas. Ist auch so alt wie der Film an sich. Dann haben wir 1984 und da steht noch ein V. Und der vorne sieht aus wie Jean-Claude Van Damme, aber ist er glaube ich nicht. Ist bestimmt auch nur ein Spaß. Nee, das ist auf jeden Fall 1984 V. Guck dir mal, guck mal, Jean-Claude Van Damme mit einer Perücke. Ist er aber nicht. Erinnert mich aber an den. Also total crazy. Collateral Damage, Arnold Schwarzenegger. Musste haben in jeder Sammlung. Arnold Schwarzbrotbäcker muss dabei sein. Blow, da geht's um Blasen, ja. Der Stoff, aus dem die Träume sind, mit Penelope Cruz, Franka Potente und Johnny Depp. Habe ich auch noch nicht geguckt. Wüsste ich also auch gar nicht. Sex, Drugs in Rock'n'Roll, Aufstieg und Fall des Kokain-Dealers George Jung. Den muss ich mal gucken. Der ist auch bekannt und mit Johnny Depp, aber ich habe den noch nie gesehen. Dann haben wir noch Road Trip. Ungekürzt, unzensiert, Roadtrip mit Tom Green und der Rest der dämlichen Sippschaft von American Pie. Tom Green finde ich cool, den Rest kannst du eigentlich in die Tonne hauen. Lola rennt, ein Film von Tom Tykwer mit Moritz Bleibtreu und Franka Potente. Das ist das hässlichste Cover wieder mal, was man sich ausdenken kann. Mit so viel Scheiße vorne drauf und so viel Schrift und so viel Gewurschtel. Also sieht halt wirklich räudig aus. Aber Lola rennt müsste auch ein Film sein, der eigentlich bekannt ist. Den vielleicht jeder von euch schon mal geguckt hat. Trainspotting, neue Helden, der beste Film, den es je gab. Kenne ich nicht. Jetzt ist Trainspotting angesagt. Okay, der hier säuft sich gerade einen rein und freut sich. Vielleicht kann der was, ich weiß es nicht. Also, wenn das da so draufsteht, dass das der beste Film ist, den es je gab, nicht geben wird, aber gab, zu der Zeit damals, da gab es zwar der erste Film, der je gedreht wurde wahrscheinlich, schnappt Shorty, alle arrogant, überheblich, Danny DeVito, hier John Travolta, okay, schnappt Shorty ist eigentlich auch bekannt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier irgendwie... Oh, weiß ich nicht, was das genau ist. Wir greifen einfach mal hier drüben kurz rein. Michael Douglas präsentiert Brian Bosworth in Stone Cold Kalt wie Stein. Sagt mir nix. Sieht aus wie das Cover von Terminator. Also immer ohne Spaß, ne? Das ist doch voll nachgemacht, vor allem noch mit dem roten Auge. Stone Cold Kalt wie Stein. Dann haben wir hier... Der Wichser in einer. Der Wichser in einer Box irgendwie. Also, das ist eigentlich nur so. Und da liegt der Film drauf und das ist ein Jojo oder was? Der Wichser und ein Jojo in einer Box zum Hinstellen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Exklusiver Vertrieb für Deutschland, Österreich und Schweiz. Joker Industriezone. Duncan. www.jojo.com, alles andere ist nur Spielzeug. Also ein Wix-Jojo für euch zum Trainieren eurer Hände. Und dann, hier, bevor ich das letzte zeige, hier ist irgendwie noch so ein kleines Reggae-Männchen drin. Für 2,20 € ist hier noch so ein kleines Reggae-Männchen drin von Sohai, ne? Das ist wahrscheinlich sein Glücksbringer gewesen, immer wenn er sich einen geraucht hat. Dann haben wir hier den. Das ist jetzt aber kaputt. Da bastelt er mir einfach einen Aschenbecher rein oder was? Schickt mir einen Aschenbecher mit, wo der wahrscheinlich drin gesessen hat und rausgebrochen ist. Das ist nämlich der andere Reggae Man im Aschenbecher. The Man. Damit kann ich leider Gottes nicht wirklich was anfangen. Also es tut mir leid. Das ist auch gerade richtig. Und dann habt ihr hier... Oh mein Gott, wie dreckig und vergimbelt und
staubig und verkackt das ist. Wir machen mal kurz so oben drüber. Geht gar nicht. Alter, guck dir die Hand an. Wir machen nochmal oben drüber. Guck dir die Hand an. Normale Hand. Ja gut, die sieht jetzt auch kacke aus. Und Gimbelhand. Das ist die Limited Edition. Ultimate Matrix Collection, 10 DVDs mit über 33 Stunden Zusatzmaterial, mehr als 100 neue Dokumentationen, bisher unveröffentlichte Interviews, neue Audiokommentare, 79,99 in Euro gemessen. Das ist das, was am meisten riecht. Auf jeden Fall, hier wie in so einem Schaukasten sitzt da einfach der Neonazi, ach der Neo drin. Hier mit einer Kutte an, mit Zeugs im Kabelsalat, eingefleischt, Sticker drauf. Hier ist ganz viel untereinander, einzelne Schichten an CDs, an sonst was. Ich kann dir mal kurz vorlesen. Hier steht oben zum Beispiel The Matrix Revisited, The Matrix Reloaded, The Matrix Reloaded Revisited, The Matrix Revolutions, The Matrix Revolutions Revisited, The Animatrix, The Roots of the Matrix, The Bullyman Chronicles und The Sion Archiv. Das, alles da drin, aber da musst du, glaube ich, wirklich mal die Folie abmachen und das dann irgendwie, ja, das war's aber dann im Endeffekt jetzt von der Sammlung, von der großen komischen Filmbox vom Stefan Landei. Also, da sind viele Filme drin, die ich kenne und ich gut finde, die ich aber selber habe. Da sind viele Filme drin, die ich kenne vom Namen her, aber noch nie geguckt habe und nicht selber habe. Und dann sind auch viele Filme drin natürlich, von denen ich noch nie was gehört habe, die bestimmt absoluter Müll sind, aber wo man ja mal reingucken kann. Vielleicht wird man dann doch positiv überrascht. Danke auf jeden Fall dafür, dass du deinen Müll bei mir abgelagert hast und jetzt nicht mehr den selbst entsorgen musst. Ich guck mal, was ich damit mache. Jetzt einfach zu sagen, wollt ihr den ganzen Karton gewinnen, schreibt es mir in die Kommentare, dann verlose ich den. Wäre ein bisschen too much, denn ich habe keinen Bock, das schwere Ding zur Post zu bringen und dann zu bezahlen, dass der weggeht. Ich bin froh, dass der jetzt hier erstmal ist. Ich könnte höchstens dann wirklich knallhart aussortieren, was ich gar nicht brauche und dann 50 Sachen, 50 DVDs in ein Überraschungspaket bei eBay reinstellen, irgendwas. Das habe ich schon mal gemacht, als ich viel zu viele, viele Filme hatte, als ich gesagt habe, 50 DVDs für 20 Euro oder 25 Euro so. Dann haben die Leute sich gefreut, weil pro Film 1 Euro sind die meisten zu bezahlen. Da hast du gerade mal 50 Cent für einen Film irgendwas gehabt. Haben die meisten auch gedacht, mir egal, ich gucke jeden Film und alles und überhaupt. Und viele Klassiker, die dabei sind, mit denen ich nichts anfangen kann, sind für die meisten Gold wert. Mal gucken, wie ich es mache. Mal gucken, was in meine Sammlung kommt. Mal gucken, was wegkommt. Mal gucken, was sonst so ist. Ansonsten Dankeschön natürlich für dieses fette, dicke, große Megapaket vom Stefan Landei, den ihr ja vielleicht noch alle kennt, von der No-Gym-Aktion, der damals einen Account auf Level 40 gezogen hat, der kein Team hatte, also keine Raids machen konnte, nicht bewerten konnte, trotzdem sich die Mühe gemacht hat, einen auf 40 zu ziehen. Das war der allererste Account, den wir je verlost haben. Und die Leute waren damals mega gehypt, weil sie selbst noch sich dann ein Team wählen konnten und die freie Auswahl hatten. Oder der Gewinner gesagt hat, er will kein Team wählen, er will das jetzt so lassen, wie es ist und will den weiterziehen und dann nochmal verlosen. Ist nie passiert, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der Account hin ist. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.